Ja, und dann fiel mir wieder dieser Tag auf der Klippe ein, als ich versuchte, ihn festzuhalten, aber es nicht konnte. Sie rutschte weg und fiel, und es kam mir vor, als wäre es meine Schuld. Und heute dachte ich, gütiger Gott, Cruz, du konntest ihnen damals nicht helfen. Und jetzt geht's dir so mit Kelly. Irgendwas hat sich in mir verändert. Ich kann mir nicht vorstellen, dich auch zu verlieren. Cruz, du hast mich nicht verloren. Ich bin doch hier. Ich bin hier. Oh. Alles wird gut. Alles wird wieder gut. Oh Gott, ja. Alles in Ordnung. Und ich bin da. Alles wird gut, Cruz. Können Sie sich das... Julia Ring von Capwell klingt viel, viel besser. Na los, versuch's. Komm schon, versuch's. Lass die Musik der Silben erklingen. Na los, Julia Capwell, Capwell, Julia Capwell. Klingt wunderschön, oder? Hast du etwa getrunken? Nein, leider nicht. Nein, ich erwarte deine Antwort auf meinen Antrag ohne eine einzige berauschende Substanz in meinem Körper. Nicht mal ein Aspirin. Ich arbeite. Ich kann im Moment leider nichts dazu sagen. Sag nur ja. Da hänge ich auf. Gar nicht nötig. Das mache ich schon selbst. Tut mir leid. Wo waren wir gleich? Ich erzählte dir gerade, wie Cruz die Bombe entschärft hat. Müssen wir wirklich jetzt darüber reden? Nicht unbedingt. Ich glaube, ich habe jetzt genug Material für die zusätzlichen Anklagepunkte. Craig wollte mich töten, er wollte meinen Vater töten und er wollte Cruz töten. Wenn Cruz nicht das getan hätte, was er tat, wäre ich mit Sicherheit tot. Er ist doch toll, Superman als Schwager zu haben. Er ist nicht Superman. Er ist ein sehr tapferer und ehrlicher, normaler Mann, der genau die gleichen Ängste und Schwächen hat wie wir alle. Weißt du, ich war richtig überrascht. Eigentlich kannte ich Cruz kaum. Julia Wainwright? Ich hab dir gar nicht gesagt, dass ich dich liebe. Nein, streich das. Ich vergöttere dich. Falsch verbunden. Romantik wird überschätzt. Das weiß ich nicht. Von Liebe und Romantik verstehe ich nicht besonders viel. Weißt du, wenn du dich wieder verliebst, dann Finger weg von Irren. Ist das denn eine Frage der freien Entscheidung? Denn genau das glaube ich nicht. Hör zu, wenn du denkst, du kannst mich beschwatzen, deinen Antrag zu akzeptieren, dann täuschst du dich gewaltig, auch wenn du 1000 Mal hier anrufst. Hallo, Cruz. Nein, ich wollte dich eigentlich auch nicht heiraten. Wirklich. Ja, sie ist hier. Wir sind gerade dabei, eine Zeugenaussage vorzubereiten. Kann sie dich auch später zurückrufen? Ich sag's ihr. Bis dann. Er sagt, es ist wichtig und du möchtest dich bei ihm melden. Sind wir fertig? Ja, wir sind fertig, soweit es Craig betrifft. Aber vielleicht sollten wir jetzt über deine Gefühle für Cruz reden. Ich bin spät, ich weiß. Hast du meinen Artikel gelesen? Ja, ich lese ihn gerade. Aber Katharina, das hier ist kein Presseartikel. Es klingt mehr nach einer Lobeshymne auf Cruz Castillo. Du machst ihn ja zu einer Mischung aus Zorro und Henry Kissinger. Jedes Wort in der Geschichte ist wahr. Ohne Cruz Eingreifen wäre Craig in Südamerika sonnenbadend am Strand. Und Cici, Kelly und Gina wären wahrscheinlich tot. Du hast ja recht. Und ich sagte auch nicht, der Artikel ist schlecht. Nur wenn du für eine Zeitung schreibst, erwarten die Leser harte Fakten und keine Kommentare. Es sei denn, es steht ein Name unter dem Artikel. Heißt das... Du möchtest, dass ich meinen Namen unter meinen Artikel setze? Auf alle Fälle.
Der Artikel ist gut. Nur die Passagen über Cassandra solltest du noch ändern. Die finde ich überflüssig. Aber sie war wunderbar. Cassandra war es, die es schließlich geschafft hat, Craig Hunt zum Aufgeben zu überreden. Ist sie verletzt worden? Nein, sie hat Glück gehabt. Ich wusste gar nicht, dass diese Frau so viel Courage hat. Ja, die hat sie, glaube ich, wirklich. Tja, wenn mein Name jetzt drunter steht, sehe ich alles nochmal durch. So ist es. Wainwright, die Bezirksstaatsanwältin Julia Wainwright. So schnell wie möglich. Danke. Wo sind die Blumen und die Ballons? Wie? Ballons? Woher weißt du das? Du hast doch alles versucht, außer ihr die Fingernägel auszureißen, damit sie deinen Antrag annimmt. Vielleicht funktioniert ja ein Ballon. Oder die Fingernagelmethode. Ich denke, du solltest ihr etwas Zeit geben. Sie weiß, was es bedeutet, deine Frau zu werden. Erfüllung, Glück und einen äußerst charmanten Ehemann. Ja, und Wahnsinn und Leiden. Und wenn sie das übersteht, dann vielleicht auch ein kleines bisschen Glück. Gib ihr noch etwas Zeit, Mate. Die habe ich nicht. Hast du noch was anderes vor? Ich halte es nur für besser, wenn äußere Einflüsse keine Chance haben, sich zu entfalten. Äußere Einflüsse? Welche denn? Hast du Angst, Julia könnte von deinen Eingriffen in Cassies und Warrens Leben erfahren? Das weiß ich schon, mehr oder weniger. Eher weniger, würde ich sagen. Oase, Caprell. Danke für die Warnung. Wenn du eine Reservierung willst, wir haben leider zurzeit nichts frei. Ich will Cassandra sprechen, das heißt, falls sie noch für dich arbeitet. Sie ist nicht da, kann ich was ausrichten? Danke. Endlich hast du einen angemessenen Job gefunden als Laufbursche. Ich bin jetzt im Büro, sie soll hier anrufen. Falls ich sie sehe, sag ich's ihr. Was? Ted, hattest du nicht vor zu gehen? Ja. Ich dachte, du wärst auf dem Weg zu Warren. Ich wollte vorher noch das Kleid wechseln. Hast du was dagegen? Ich fürchte, du machst einen Fehler. So wie du denkst, läuft das nicht. Du hast ja gar keine Ahnung, was ich denke. Aber sicher. Du sagst, Warren, wir sind nicht verwandt. Du weißt es, ich weiß es. Lass uns jetzt beide glücklich werden. Das läuft aber nicht. Das werden wir ja sehen, Mason. Wir werden es dann erfahren, wenn ich Warren getroffen... Du kannst ihn in der Redaktion finden. Woher... Weißt du das? Er hat gerade angerufen. Was hat er gewollt? Er wollte dich sehen. Und wieso sagst du mir nicht? Weil ich genau wusste, dass du sofort in seine Arme eilst und ihm alles haarklein erzählen würdest. So ist es. Cassandra, wenn du ihn liebst und wenn dir wirklich an der Beziehung zu Warren etwas liegt, dann geh nicht. Lass dir Zeit. Zwischen Cruz und mir. Ich war nur überrascht, dass du ihn nicht sprechen wolltest. Deswegen ich bin es einfach leid, darüber zu reden. Ich kann nicht mehr, Julia. Verstehst du das nicht? Hör zu. Ich weiß, wie es dir geht. Aber du musst noch runtergehen, um eine zweite Aussage zu machen. Und wenn du es heute nicht kannst, dann machst du es eben morgen. Wieso muss ich denn noch eine Aussage machen? Du hast es doch meine Aussage. Ich verstehe das nicht. Es gibt Vorschriften, Kelly. Und ich will nicht, dass der Bursche noch durch einen Verfahrensfehler freikommt. Ich auch nicht. Okay, dann gehe ich gleich. In Ordnung. Danke. Ja, Miss Capwell wird gleich ihre Aussage machen. Es geht um Craig Hunt. Danke. Julia, er ist bereit, weitgehend zu kooperieren. Wie bitte? Wovon sprichst du? Craig hat mich gebeten, ihn zu verteidigen. Das werden Sie doch nicht tun. Ich habe mich noch nicht entschieden. Wissen Sie, dass er mich töten wollte? Und dass er... auch Cruz und meinen Vater töten wollte? Kelly, in unserem Land hat jeder Mensch ein Recht darauf, verteidigt zu werden, ob er nun schuldig ist oder nicht.
Denkst du, dass deine Beschäftigung bei den Capwells einen Interessenkonflikt zur Folge hat? Nein, ich denke nicht. Wieso? Aber noch ist überhaupt nichts entschieden. Oh, da bin ich ja beruhigt. Als Anwalt eines Mannes, der den Versuch unternommen hat, die ganze Capwell-Familie zu töten, durften sie absolut ungeeignet sein, Capwell Enterprises als juristischer Berater zu dienen. Kelly, ich hoffe doch, dass das keine Drohung war. Was denken Sie denn, David? Wo muss ich jetzt hin, bitte? Nach unten in Raum B16 und komm doch bitte anschließend nochmal hoch. Ja. Danke. Ich schätze, populär zu sein hat keine Priorität für dich, oder? Ich finde, manchmal ist es wichtiger, das zu tun, was man für richtig hält und nicht das, was auf einmal populär ist. Und du hältst es für richtig, Craig Hunt zu verteidigen? Er dürfte schuldig sein. Vielleicht sollten die Geschworenen das entscheiden, es sei denn, du bietest ein Geschäft an. Ach, vergiss es. Es gibt schließlich mildernde Umstände. Nenn mir einen. Er hat freiwillig aufgegeben und niemand ist ernsthaft verletzt worden. Wenn Cruz diese Bombe nicht persönlich entschärft hätte, David, dann würden ein paar meiner besten Freunde jetzt tot sein. Dass das für den Angeklagten spricht, halte ich für zweifelhaft. Vielleicht haben wir einen ganz anderen Interessenkonflikt. Vielleicht ist die Bezirksstaatsanwältin gefühlsmäßig zu stark in den Fall verwickelt und damit wäre sie befangen. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Julia, du warst doch immer stolz auf deine Fähigkeit, Distanz und Abstand zu bewahren. Ich denke, es ist ein großer Fehler, dass du dich auf diesen Fall einlässt. Das wird sich ja herausstellen, David. Ja, du hast recht. Ich war immer stolz auf meine Fähigkeit, den nötigen Abstand zu wahren und meine Arbeit stets über meine persönlichen Gefühle zu stellen. Aber ich fürchte, so etwas funktioniert nur nicht immer. Wir alle machen eines Tages Fehler. Das hier wäre so ein kleiner Fehler, der mir unterlaufen ist, weil ich leider zu sehr auf meine Gefühle gehört habe. Und was ist das? Der Untersuchungsbericht über die Todesursache von Marilyn, der uns angeblich nie erreicht hat. Woher hast du den, Julia? Die Frage ist doch nicht, woher. Das ist leicht zu beantworten. Die Frage ist, wie kommt es, dass ich so etwas fertigbringe? Wieso verstoße ich gegen meine heiligsten Grundsätze und unterschlage wichtige Akten für einen persönlichen Freund? Sag es mir, wieso? Weil ich dachte, Mason könnte sie gegen dich verwenden. Doch das hätte er nicht, also war es gar nicht nötig. Ich war einfach hysterisch. Wenn das bekannt wird, dann... Dann bist du ruiniert. Die Frage ist doch nicht, woher? Das ist leicht zu beantworten. Die Frage ist, wie kommt es, dass ich so etwas fertigbringe? Wieso verstoße ich gegen meine heiligsten Grundsätze und unterschlage wichtige Akten für einen persönlichen Freund? Sag es mir, wieso? Weil ich dachte, Mason könnte sie gegen dich verwenden. Doch das hätte er nicht, also war es gar nicht nötig. Ich war einfach hysterisch. Wenn das bekannt wird, dann... Dann bist du ruiniert. Und ich auch. Ich habe dich vielleicht nicht richtig verstanden. Du willst mir offenbar einreden, dass du nur deshalb nicht willst, dass ich Warren die Wahrheit sage, weil du dich ernsthaft um mein Glück sorgst? So könnte man es sagen. Hör auf, du willst mir doch nicht etwa einen Bären aufbinden. Wir beide wissen doch, dass dich nur dein eigenes Glück interessiert. Richtig, nur solltest du wissen, was gut für mich ist, ist auch gut für dich. Ich gebe es ja nicht gern zu, Mason, aber in diesem Fall hast du vielleicht recht. Tatsächlich? Ja, und ich würde dich nur zu gerne zittern sehen. Aber ich werde Warren nicht verraten, dass du wusstest, dass wir nicht verwandt sind. Und ich werde ihm auch nicht sagen, dass du mir erst dann die Wahrheit verraten hast, als dir dieses Geheimnis keinen Nutzen mehr brachte. Ich sagte dir die Wahrheit, weil ich wollte, dass du glücklich wirst. Wenn du Wert darauf legst, Cupido zu spielen, wieso willst du uns dann jetzt voneinander fernhalten? Weil du schlau warst, Cassandra, und zugleich dumm. Anstatt zu Warren zu gehen, hast du es vorgezogen, geheimnisvolle Nachrichten in die Zeitung zu setzen. Du hast deine Spielchen mit den Gefühlen von Warren gespielt und das wird ihm nicht gefallen. Nein, es sind nicht meine Spielchen, die dir Angst machen, es sind deine Spielchen. Denn dir wäre es doch am liebsten, dass dieses ganze Kapitel gründlich vergessen ist, wenn du und deine Julia vor dem Altar erscheint. Bevor sie sich klar machen kann, was für ein Mensch du bist, ein intrigantes, mieses Schwein. Julia weiß das alles schon. Aber wenn Warren hört, wie lange du die Wahrheit schon wusstest, nimmt er das als weiteres Zeichen für fehlendes Vertrauen. Immerhin hast du ihm schon einen Mord zugetraut. Du hast die Wahl. Was ist wichtiger für dich?
mich leiden zu sehen oder glücklich zu werden. Das ist ja Wahnsinn, der volle Name unter dem Artikel. Tja. Hallo. Hat Cassie angerufen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich weiß auch nicht. Gut, falls sie anruft, stellt sie durch. Unter der Klatschkolumne steht immer der Name des Autors, aber im Nachrichtenteil? Weiß Dash das schon? Nein. Na dann los, ruf ihn an, er wird ausflippen. Er ist weg. Was soll das bedeuten? Er ist jetzt in St. Louis. Ist er dort hingezogen? Er hat dort einen tollen Job. Und zwar da, wo die Menschen ihm nicht ständig mit Misstrauen und Hass begegnen. Ich freue mich wirklich für ihn. Na, alles erledigt? Ja. Geht es dir gut? Ja. Nein. Mir auch nicht. Gründen wir einen Club? Und wer soll da eintreten? Ich jedenfalls nicht. Auf gar keinen Fall. Ich verstehe nicht, wie du das schaffst. Täglich umgehen zu müssen mit Mördern und Totschlägern. Der Job ist gar nicht so übel. Ausgenommen, du hast es mit Menschen zu tun, an denen du hängst und die du liebst. Wieso hat das Leben eigentlich keine Gebrauchsanweisung? Ach, Kelly, weißt du, hör zu. Lass das, was Craig dir angetan hat, nicht dein ganzes Leben bestimmen. Pack es da an, wo es hingehört, zu den Horrorfilmen und den Albträumen. Und versuch es zu vergessen. Und was mache ich mit den ganz realen Albträumen? Was mache ich mit den Lügen, die meine Familie mir erzählt hat? Dieselbe Frage stellt sich auch für mich. Ich weiß nicht mehr, was wahr ist. Warren ist nicht Lionels Sohn. Es scheint einiges darauf hinzudeuten. Aber das ist jetzt der Anfang. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, hat Eden den Schuss auf meine Mutter abgefeuert. Das darf ich nicht hören. Ich wünschte, ich hätte es nicht gehört. Als Bezirksstaatsanwältin darf ich das nicht hören. Versteh doch, ich darf es nicht hören. Oh, verstehe. Entschuldige. Was ist die Wahrheit? Vielleicht ist ja alles eine Täuschung. Ist denn alles nur ein Netz aus Lügen? Das solltest du vielleicht besser jemand anderen fragen. Unser ganzes Leben ist eine einzige Lüge. Wir belügen uns erst gegenseitig und dann belügen wir uns selbst. Du denkst, du weißt Bescheid über jemanden. Und dann... Sprichst du jetzt über jemanden ganz speziell? Nein, über niemanden speziell. Oh Gott. Weißt du... Du hast recht, ich bin fertig und ich sollte nach Hause fahren und schlafen. Hast du Cruz schon zurückgerufen? Ich meine, das hattest du doch vor. Nein, noch nicht. Du rufst ihn am besten gleich von hier aus an. Nein, ich glaube, ich fahre nach Hause und schlafe. Ich rufe ihn vielleicht morgen an. Bin ich zu früh dran? Wofür? Nach zum Essen. Waren wir verabredet? Ich wusste, ich hatte etwas vergessen. Susanne, würden Sie mit mir etwas essen gehen? Und was erwarten Sie davon? Vielleicht ändert sich dadurch der Inhalt meines Lebens. Das wäre doch möglich. Und das alles erwarten Sie von einem Essen mit mir? Es wäre ein Anfang. Also was ist jetzt? Kommen Sie mit? Einverstanden. Nur falls ich irgendwann anfangen sollte, mich pädagogisch oder arrogant anzuhören, dann kippen Sie mir sofort ein Glas Wasser über meine Haare. Das werde ich, aber nur, wenn Sie dasselbe machen, falls ich mich anhöre wie Oberlehrer David Raymond. Na, dann sind wir also zwei Menschen, die ihren Charakter ändern wollen. Da wird es sehr viel zu reden geben. Vielleicht reicht die Zeit gar nicht. Ich weiß, was wir machen können. Wir nehmen einen Lunch und dann sitzen Sie wieder Modell. Tja, hört sich gar nicht schlecht an. Gut. Hallo, Cassie. Oh, hallo.
Ist Warren hier? Ja, er sitzt im Büro und er ist ganz wild darauf, sie zu sehen. Er hat bereits überall versucht, sie zu erreichen, Cassandra. Danke. Suzanne, dieses Fax hier muss so schnell wie möglich rausgehen. Hallo. Hallo. Mason hat gesagt, du suchst nach mir. Oh, Mason hat's dir offenbar ausgerichtet. Nun, Wunder gibt's immer wieder. Das hoffe ich. Ich wollte nämlich etwas mit dir besprechen. Hallo. Ich wollte jetzt essen gehen, wenn du nichts dagegen hast. Kein Problem. Es wird ein bisschen dauern. Julia hat angerufen. Sie wollte mich sprechen. Du kannst dir ruhig Zeit lassen. Okay. Ach, Katharina, da wäre noch etwas, das ich dich fragen wollte. Erinnerst du dich an die Person, die diese Anzeige aufgegeben hat, in der stand, wenn sie wissen wollen, wer ihr Vater ist, fragen sie ihre Mutter? Ja, ich habe sie telefonisch aufgenommen. Eigenartig, was? Kannst du dich an die Person erinnern, die angerufen hat? Nein, eigentlich nicht. Ich denke, sie... Es war ganz sicher eine Frau? Ja, auf jeden Fall. Tut mir leid, ich hätte die Nummer notieren sollen. Das war ein Fehler. Tut mir leid, aber... Nein, schon gut, kein Problem. Wenn jemand Spielchen spielen will, dann können wir ihn nicht daran hindern. Das war's, Katharina. Okay, ich bin zurück, so schnell es geht. Wiedersehen, Cassie. Bis dann. Also, worum geht's, Warren? Was wolltest du besprechen? Ich will, dass du mir ein paar Dinge sagst, die ich unbedingt wissen muss. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich will die Wahrheit. Die ganze Wahrheit will ich von dir hören. Denkst du, du schaffst das? Ich schon, du auch. Dann sag mir alles, was du weißt über die Ereignisse mit Craig. Wie bitte? Ich will wissen, was er gesagt hat und was du gesagt hast. Fang an, bald ist Redaktionsschluss. Du hast mich hergebeten, weil du über Craig Hunt Fragen hast? Was hast du denn gedacht, was ich will? Gar nichts. Ich hatte mir eigentlich gar nichts dabei gedacht. Immer einer Story auf der Spur. Nein, nicht immer. Ich bin nur ein Mann, der manchmal die Wahrheit wissen will. Wie hat Katharina reagiert? Sie tut so, als ob alles in Ordnung wäre und dass sie glücklich ist für Dash. Für Dash war das ein Glücksfall. Ich kann gut verstehen, dass er wegzieht. Ich kann ihn auch verstehen, aber das macht es nicht leichter für Katharina. Ich meine, Dash war ihr Lebensinhalt in den letzten Monaten. Ja, sie hat sehr an Dash gehangen. Zu sehr vielleicht. Ach, übrigens... Können Sie mir sagen, wieso sich 9 von 10 Frauen den falschen Freund aussuchen? Ach, sprechen Sie aus Erfahrung? Gute Frage. Ja, aber natürlich spreche ich aus Erfahrung. Ich bin offensichtlich jemand, der grundsätzlich den falschen Kerl erwischt. Leider. Aber ich lande immer auf meinen Füßen. Katharina ist wirklich anders. Ja. Sie ist zwar sehr stark, aber sie nimmt alles irgendwie zu ernst. Aber gleichzeitig ist sie sehr sanft und eher reserviert, würde ich sagen. Sie hat etwas sehr Unschuldiges, etwas Zerbrechliches. Ich weiß auch nicht, was ich sage. Ich werde das Gefühl nicht los, ich verstehe die Frauen nicht. Sie verstehen Katharina perfekt. Wie wäre es, wenn Sie ihr helfen würden, hm? Und wer hilft Ihnen, oder wollen Sie vielleicht keine Hilfe, Suzanne? Nein, ich denke, ich werde es so wie früher auch ohne fremde Hilfe schaffen. Mein Antrag ist ja schon eingetroffen. Gefüllt genauso wie du mit heißer Luft. Ein passendes Ende für euch beide. Ich nehme das persönlich. Ja, das solltest du auch. Das ist das Büro einer Bezirksstaatsanwältin. Ballons und andere Symbole der Frivolität sind unpassend und unwillkommen. Oh.
Dann wird dir mein Äffchen gar nicht gefallen, fürchte ich. Was ist passiert? Sind die echten Gorillas heute alle ausgebucht? Ja, leider. Das ist nur eine billige Imitation. Allerdings habe ich noch was im Petto. Das zeige ich dir dann vielleicht morgen. Was das? Du täuschst dich ganz gewaltig, denn du wirst mir gar nichts zeigen. Weder heute noch morgen noch irgendwann. Das wäre reine Zeitverschwendung, denn ich werde dich nie heiraten, Mason. Du willst mich heiraten. Das weißt du ja bereits, aber du tust meist das, was du nicht willst. Denkst du wirklich, dieser Affe bringt mich dazu, ja zu sagen? Du bist naiv, Mason. Das funktioniert so nicht. Ja. Irgendjemand muss es dir sagen. Du bist mies drauf. Natürlich, und ob ich mies drauf bin? Ein Mann ohne Gewissen will, dass ich seine Frau werde. Ich habe ein Gewissen. Etwas unterentwickelt vielleicht, aber ich arbeite dran. Wo war denn dein Gewissen, als es um Warren und Cassie ging? Oh, ich wünschte, ich wäre ein besserer Mensch. Ja, das wäre schön. Wir können nicht alle so edel sein wie du, Julia. Nein, ich bin keineswegs so edel, wie du denkst, Mason. Weißt du, manchmal komme ich mir schon vor wie ein Mitglied der Kepfel-Familie. Das wirst du auch bald sein, wann heiraten Wenn wir? Du dieses Thema noch einmal berührst, dann werde ich diesen albernen Affen... Das Thema ist erledigt, Julia. Ich verspreche es. Willst du wissen, wieso dich mein Heiratsantrag so nervös macht? Nein, will Weil ich nicht, Weil du Angst danke. Davor hast, die Kontrolle über deine Gefühle zu verlieren. Denn du weißt, es besteht die Chance, nein, eher eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir beide zu einer einzigen Person verschmelzen. Denn so nah stehen wir uns beide. Und dich erschreckt die Vorstellung nicht länger, nur die wunderbare Julia zu sein, sondern ein Teil von Mason. Es ist wahr. Wir sind ein Mensch. Wir beide. Oh Gott, das wäre ja furchtbar. Du wirst jetzt gehen. Dankeschön. Kann ich schon mal einen Blick drauf werfen? Nein. Wieso bestimmen Sie hier eigentlich die Regeln? Weil ich die Kohle in der Hand habe. Ich bin der Boss. Und darf man fragen, wo Suzanne die Rücksichtsvolle geblieben ist? Tot und begraben. Nicht bewegen. Hm? Sind Sie deshalb vielleicht Malerin geworden, weil es Ihnen Vergnügen bereitet, Leuten Anweisungen zu geben? Vielleicht sind Sie deswegen Model, weil Sie ganz wild auf meine Kommandos sind. Kann schon sein. Vielleicht bin ich das ja wirklich. Abgesehen davon sollten wir den Platz tauschen. Denn wenn es jemand hier verdient, gemalt zu werden, dann Sie. Ah, oh, alles klar. Sie wollen meine Stimme, aber ich wähle gar nicht in Ihrem Wahlkreis. Im Moment habe ich kein großes Interesse an Politik. Im Moment vielleicht, aber wohl kaum für immer, David. Nein, ich habe andere Karrierepläne. Ja? Mhm. Hoffentlich auf dem Gebiet der Klempnerei. Der Hahn geht nicht auf. Können Sie mir helfen? Ich kann es versuchen. Allerdings bezweifle ich, dass ich es schaffe. Dave. Funktioniert nicht. Und was geht nicht? Die geht nicht auf. Sitzt fest. Genau. So, das wär's. Und wo bleibt das Wasser? Da kommt es. Das ist nicht komisch. Ich wäre bei dir vorbeigekommen, aber ich konnte nicht weg. Gut, dann werde ich wenigstens nicht verhaftet. Ich wollte dir nur sagen, dass Dash mich besucht hat und mir gesagt hat, dass er die Stadt verlässt. Du bist sicher froh, dass er wegzieht. Ja, das bin ich. Setz dich. Aber aus einer ganzen Reihe von Gründen. Ich bin froh, weil er es verdient hat, eine zweite Chance zu kriegen. Und die kriegt er nicht hier in Santa Barbara. Das hast du ihm gesagt? Ja, natürlich. Und dass ich ihm glaube, dass er versucht, sich zu ändern. Und noch etwas habe ich ihm gesagt, und zwar, dass ich ihm verziehen habe.
Das wird ihm viel bedeutet haben. Das hat er auch gesagt. Und dass er das alles dir verdankt. Denn ohne dein Vertrauen in ihn hätte er es nicht geschafft, sich zu ändern. Ach, ich nehme an, er hat nichts gesagt über das, was er für mich getan hat. Nein, hat er nicht. Natürlich. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob Dash wirklich klar war, wie viel ich ihm verdanke. Aber das tue ich. Durch ihn habe ich erfahren, was Liebe ist. Und er gab mir viel Selbstvertrauen. Du hast ihn sehr geliebt, oder? Ja, sicher. Und das tue ich jetzt noch. Aber ich werfe ihm nichts vor. Ich respektiere ihn viel zu sehr. Ich werde bestimmt eine gute Reporterin. Möglicherweise liest er irgendwann einen meiner Artikel und vielleicht erinnert er sich dann an mich. Weißt du, was das Wichtigste ist, was ich von Dash gelernt habe? Dash hat mir beigebracht, notfalls auch ganz allein klarzukommen. Und warum warst du sicher, dass er auf dich hören würde? Craig hatte immerhin eine schwere Schusswunde und war völlig verrückt. Nein, er war nicht verrückt. Er war verzweifelt. Was für der Punkt ist, wenn du etwas wirklich willst und dich schrecklich danach sehnst und direkt davor stehst, es siehst und es dir so nah ist, dass du es fast anfassen kannst, aber es gehört dir nicht und es wird dir wahrscheinlich nie gehören, dann macht dich das ein bisschen verrückt. Das mag ja sein, aber er war immerhin bewaffnet. Genau das war das Problem. Alle haben in Craig Hunt nur eins gesehen, den Mann mit der Waffe. Ich habe mit ihm geredet wie mit einem Freund und versucht, ihn zu verstehen. Und ich habe ihm gesagt, dass ich ihn sehr gut verstehen kann, dass ich leider auch weiß, was es heißt, etwas zu wollen, das für einen unerreichbar ist. Da bin ich aber begeistert. Ein raffinierter Trick. Ich gratuliere. Das war kein Trick. Du scheinst mir gar nicht zuzuhören. Ja, hier ist Warren. Ich habe die Geschichte. Wir bringen sie auf der ersten Seite. So, du hast also die verständnisvolle Freundin gespielt, ja? Dann müsste ich ja alles nochmal neu schreiben. Auch unsere Geschichte muss neu geschrieben werden, wenn du mir nicht zuhörst. Na gut, wenn du darauf bestehst, ich höre dir zu. Und was jetzt? Jetzt werden wir über dich und mich reden. Warren, ich muss dir etwas sagen. Geht der Wasserhahn wieder? Ich kann Ihnen nichts versprechen. Ich habe kein Talent auf diesem Gebiet. Deshalb bin ich Rechtsanwalt geworden und kein Klempner. Kann man verstehen. Haben Sie noch irgendwo etwas, das ich auch reparieren nein. kann? Nein, nein. Haben Sie auf einmal kein Vertrauen mehr zu mir? Und ziehen Sie das Hemd aus. Ich hole ein Handtuch. Gut. Ich wollte nur mal sehen, wie weit Sie schon sind. Und außerdem interessiert es mich, wie Sie mich sehen. Und dieser Bursche hier ist ein bisschen gesichtslos. Oder sehe ich das etwa falsch? Vielleicht kenne ich Sie einfach noch nicht gut genug, David. Wieso fangen wir nicht noch einmal neu an? Ja, allerdings sollten wir warten, bis die Sachen wieder trocken sind. Es geht auch ohne Sachen. Yeah. Nein. Nein, ich... Setzen. Schon gut, ich setz mich ja schon. Nein, ich... Setzen. Schon gut, ich setz mich ja schon. Tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Du kannst mit deinen Stimmen.
Ich dachte, du wärst zu Hause im Bett. Ich kann nicht schlafen. Ich weiß, es dauert ein bisschen, bevor du dich wieder sicher fühlst. Aber ich verspreche dir, er wird dich nie wieder verletzen, glaub mir. Was ist mit meiner Familie, Julia? Wird die mich auch nie wieder verletzen? Oh, eine berechtigte Frage. Das mit Eden hat dich wohl ziemlich irritiert, was? Vielleicht hat ja die Schwester, so wie ich sie kannte, nie existiert. Sie war krank, Kelly. Sicher, das weiß ich jetzt. Weißt du, vielleicht kannte ich Eden nie wirklich. Vielleicht dachte ich bloß, ich kenne sie. Meine perfekte ältere Schwester, die nie Unrecht tat in ihrem perfekten Leben. Und in Wahrheit ging es ihr furchtbar und ich konnte ihr nicht helfen, weil ich nichts davon wusste. Du hast sie verehrt und sie bewundert und das wird ihr auch geholfen haben. Das war nicht genug. Was ist mit Cruz? Ich weiß es. Jetzt erst weiß ich, wie schrecklich er gelitten hat und wie außergewöhnlich er war. Und wie außergewöhnlich er ist. Hast du ihn nun zurückgerufen? Nein. Aber vielleicht wartet er auf deinen Anruf. Ich bin müde. Ich rufe ihn nachher an, okay? Kelly, was ist denn los? Es ist gar nichts los. Gibt es irgendein Problem zwischen dir und Cruz? Ich bin erledigt. Viel zu fertig, um darüber zu reden. Ja, ja, schon gut. Tut mir leid. Endlich auf mit diesen Nummern. Das heißt, keine Anrufe, keine Ballons, keine Blechgorillas und schon gar keine kitschigen Blumentöpfe. Das ist die Tischdekoration. Tischdekoration? Wie? Was? Der gehört zur heutigen Tischdekoration. So etwas steht heute auf jedem Tisch. Denn wir feiern heute eine Party, eine große private Party, verstehst du? Und die Blumen sind nicht speziell für dich. Oh, ja gut. Ich wollte dir Blumen schicken, aber du hast gesagt, du willst keine. Schön, dann hast du wenigstens zugehört. Pass auf, was du sagst, Julia, weil ich dir meist zuhöre. Ich habe auch zugehört, als du mir vorgeworfen hast, ich würde lügen, was meine Rolle bei Warren und Cassandra betrifft. Du hattest recht, ich habe gelogen. Das wusste ich. Wenn du die Wahrheit erfahren willst, und das willst du offenbar, dann solltest du mir jetzt zuhören. Überleg es dir lieber nochmal. Das habe ich schon. Und ich bin entschlossen, dir die Wahrheit zu sagen. Ich muss es dir sagen. Das Versteckspiel hat ein Ende. Also bitte. Und welche Wahrheit ist es, die du jetzt wieder loswerden möchtest? Gesehen. Wobei denn? Ich habe doch gar nichts getan. Ich weiß. Das macht es ja gerade so spannend. Da ist man nicht so abgelenkt durch Gesten oder Worte. Und was hast du gesehen? Das kann ich dir sagen. Ich sah eine wunderschöne Frau, die offensichtlich gerade über einiges nachdenkt. Und worüber ich nachdenke, hast du auch gesehen, oder? Das konnte ich raten. Denn ich hatte schon ein paar Informationen. Ich weiß, dass Dash weg ist. Ja. Weg, aber nicht vergessen. Ist das sehr schwer für dich? Natürlich, Ted, aber ich hatte keine Wahl. Bist du dir ganz sicher, dass du keine Wahl hattest? Du hättest Dash bitten können zu bleiben, dann wäre er geblieben. Nein. Nein, er musste gehen, wir beide wussten das. Für mich war diese Trennung von ihm sehr viel schwerer, als ich dachte. Dann geh doch mit ihm.
Das hat er abgelehnt und wer weiß, vielleicht war es besser, und zwar für uns beide. Ich finde, das klingt so resigniert. Das würde ich nicht sagen. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die resignieren. Da war nichts zu machen. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Weißt du, was du jetzt brauchst und was dir helfen kann, Katharina? Weißt du es? Sicher. Ich hätte nichts dagegen, wenn du es mir verraten würdest. Okay. Ich werde es dir verraten. Ich würde dir vorschlagen, wieder nach Haus zu kommen. Komm zurück zu deiner Familie. Du weißt selbst, mein Zuhause existiert nicht mehr. Nein, ich meine nicht deine ursprüngliche Familie. Ich meine doch uns damit. Komm zurück zu uns. Zu Kelly. Zu mir. Zu Dad. Komm in unsere Familie und lass dich von uns verwöhnen, Katharina. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die ganze Wahrheit erfahren möchte. Julia, du kannst unmöglich einen Mann heiraten, der Geheimnisse vor dir hat. Nein, ich bestehe darauf, dir die Wahrheit zu sagen. Also, ich habe Warren und Cassandra die Wahrheit nicht deshalb verschwiegen, weil Augusta mich inständig darum gebeten hatte oder aus irgendwelchen anderen ehrenwerten Gründen. Es geschah deshalb, weil ich nicht ertragen konnte, dass Warren etwas hat, was ich nicht haben kann. Cassie. Nein, nein, nicht Cassandra. Dich würde ich sein, meine wahre Liebe. Die war unerreichbar. Ich habe sehr gelitten und ich wollte, dass Warren das ebenfalls tut. Das war nicht sehr nett. Dass ich nett bin, habe ich auch nie behauptet. Es ist nicht so einfach, dich zu lieben, Mason Kepler. Hältst du es denn für möglich, Julia Wainwright? Das ist die Frage. Kannst du mich lieben, obwohl du die Wahrheit über mich kennst? Weißt du, dich zu lieben ist nicht das Problem. Es nicht zu tun, darin liegt für mich die Dann große Schwierigkeit. Dann ändere ich mich, Julia. Ich kann es schaffen. Wirklich. Versprochen. Das glaube ich dir glatt. Dann akzeptier mich. Mason, ich... So wie ich bin, mit allen Vorzügen und mit allen Schwächen. Heirate mich. Auf gar keinen Fall. Ich krieg ja noch nicht mal kitschige Blumen. Gestatten Sie? Sicher. Und die hier brauche ich auch. Kitschige Blumen für Julia. Ich warte darauf, was du zu sagen hast. Warren, es gibt wunderbare Nachrichten für uns. Die Schmerzen der Vergangenheit und die Entsagung sind vorüber. Ich weiß, dass Lionel nicht dein Vater ist. Und das kann doch jetzt nur heißen, dass uns zwar nichts auf der ganzen Welt mehr trennen kann. Mal in eine Reihe. Aber das ergibt keinen Sinn. Das ist doch egal. Es sieht auf jeden Fall besser aus, oder? Was willst du? Du wirst hier nicht als Buchhalterin bezahlt. Sie sind zufrieden, wenn das Geld stimmt. Ich mach das schon. Du hättest wirklich nicht hierher kommen müssen, um mir zu helfen, Mom. Ja, ich weiß. Nur Shanning tut die frische Luft gut. Jetzt, wo Craig im Gefängnis ist, können wir auch wieder auf die Straße gehen. Mom, du solltest dich besser ausruhen. Man weiß oft gar nicht, welche Auswirkungen so ein Erlebnis auf einen hat. Ich kann nicht glauben, dass Craig uns so etwas antun konnte. Uns ist ihm das vollkommen egal. Er redete nur von Kelly, Kelly und scherte sich einen Dreck um das Kind. Hör jetzt auf, okay? Du hast recht. Es ist nicht gut für den Kleinen. Komm, Liebling, wir gehen jetzt, Liebe. Bis später. Okay.
Geht's ihr nicht gut? Meine Mutter und ihr Baby sind Geiseln eines Mörders gewesen, Ted. Natürlich geht es ihr nicht gut. Habe ich ihr was getan? Woher soll ich das wissen? Was willst du denn von mir? Ich komme hier rein und Gina sieht mich und läuft weg. Und wenn ich frage, reißt sie mir fast den Kopf ab. Was ist denn los? Meine Mutter ist entsetzt darüber, wie sich dein Vater verhalten hat, als sie und ihr Sohn von Craig entführt wurden. Und ich hätte meinen kleinen Bruder und meine Mutter dabei verlieren können. Tut mir wirklich leid, dass ich nicht vor Freude platze. Augenblick, ja, warte. Meine Schwester war doch genauso davon betroffen. Und Channing ist auch mein Bruder. Ich verstehe dich ja. Wir können gern darüber reden. Ted, du hast mir ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, dass du mich nicht magst. Ich weiß wirklich nicht, worüber wir reden sollten. Warte bitte, bleib hier. Du hast mir nicht richtig zugehört. Ich sagte, dass ich mit deinen Methoden nicht einverstanden bin, aber das hat nichts mit dir als Mensch zu tun. Oh, Greg, läuft das Geschäft oder nicht? Ach, gut. Natürlich bin ich neugierig. Ich werde daraus eine Galerie machen. Die Fotografien von Warren Lockridge. Seit wann weißt du es? Seit einigen Tagen erst. Das war doch bestimmt der Grund, weshalb du mit mir reden wolltest, oder? Dann wusstest du es, bevor ich es wusste? Ich weiß nicht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, du kommst zu mir. Warren, ich weiß, wie schwer das für dich sein muss, weil ich weiß, wie nah du und Lionel euch wart. Ich kann nur ahnen, wie du dich jetzt fühlst. Aber das Wichtigste ist doch, dass wir nicht verwandt sind. Es gibt für uns jetzt doch keinen Grund mehr, dass wir... Es liegt uns nichts mehr im Weg. Es stellte sich heraus, dass Craig Kelly gerade gefangen hielt, während Cruz und ich im Arbeitszimmer waren. Zum Glück wurde niemand verletzt. Am besten wäre es, das Zimmer zu vernageln, nach dem, was da schon alles passiert ist. Oh mein Gott. Was ist denn? Wir haben uns da drin über den Mordanschlag auf dich unterhalten. Meinst du etwa, Kelly hat euch gehört und weiß, dass es Eden war? Mit Sicherheit hat sie uns gehört. Und sie hat nichts gesagt? Nein. Nein, es ist so viel auf einmal passiert, dass sie noch gar nicht zu sich gekommen ist. Wir haben es ihr nicht gesagt, weil wir sie beschützen wollten, aber jetzt wird sie wütend auf uns sein. Ich nehme doch an, dass sie weiß, dass wir sie nur beschützen wollten. Etwas, wozu ich ganz offensichtlich nicht imstande bin. Gib dir nicht die Schuld für das, was Craig getan hat. Oh, bitte. Wer ist denn sonst schuld? Natürlich bin ich schuld. Durch mich hat er doch erst die Macht erhalten. Mason und Lionel hatten recht. Ich habe einen Ja-Sager gesucht und genau das war er. Und solange alles perfekt lief, habe ich nicht danach gefragt, wie er die Dinge regelt. Also jetzt hör bitte auf. Es ist vorbei und ich will, dass du dir verzeihst, ja? Ich weiß nicht, vielleicht ist es das Beste, dass Kelly jetzt die Wahrheit kennt. Wir haben schmerzlich erfahren, wozu Geheimnisse in einer Familie führen. Ich glaube nur, irgendwie hat es ein Gutes gehabt. Oh, bitte sag mir was. Ich hätte Trost nötig. Wir zwei sind uns wieder näher. Oh nein, so darfst du das nicht sehen, Cici. Bitte versteh mich jetzt nicht falsch. Ich wollte damit doch nur sagen, wir haben zusammen drei bemerkenswerte Kinder. Und niemand wird uns das jemals nehmen können. Wenn wir auch nicht mehr verheiratet sind, können wir doch zumindest gute Freunde sein. Entschuldigen Sie bitte. Hallo. Ich möchte Sie nicht unterbrechen. Ich möchte nur fragen, ob Sie heute Abend zum Essen da sind, Sophia. Nein, ich werde nicht da sein. Ich möchte mit Kelly reden und dann gehe ich wieder. Wissen Sie, wo sie ist? Sie ist vor einer Stunde nach oben gegangen und hat sich hingelegt. Sie war so erschöpft. Oh. Sie hat etwas Schlaf nötig. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Ich möchte für eine Weile weggehen. Würden Sie bitte hier bleiben für den Fall, dass sie in der Zwischenzeit aufwacht? Natürlich. Gute Nacht, Sophia. Ich bin so froh, dass Gott bei ihrer Familie war. Mhm.
Rosa, danke. Vielen Dank. Wieso können wir das mit Kelly nicht morgen klären? Ja, bestimmt hast du recht, sie hat für heute schon genug durchgemacht. Aber ich kann das auch sehr gut alleine klären. Nein, nein, wir machen das zusammen. Wir klären das gemeinsam, egal wie sich alles entwickelt. Ich danke dir. Das sind die Einzelheiten, Greg. Wenn ich weiß, dass es klar geht, setze ich alles in Bewegung. Sehr bald? Okay. Auf Wiedersehen. Danke. Gute Neuigkeiten, hoffe ich. Sehr gute. Das letzte Mal, als ich Sie so glücklich gesehen habe, hatten Sie Warren gerade einen Verlag gekauft. Was haben Sie denn diesmal Schönes erstanden? Das will ich jetzt noch nicht verraten, Lionel. Oh. Würden Sie mir bitte einen Whisky geben mit Eis? Slim, hallo, hier ist Angela. Kann ich Warren sprechen? Sagen Sie ihm, wer dran ist, dann nimmt er es sicher an. Verstehe. Nein, ich rufe später wieder an. Danke. Es ist wie ein wunderschöner Traum und ich habe immer noch Angst, plötzlich aufzuwachen. Warren, ich liebe dich und das ist nie anders gewesen. Ich weiß, das ist verrückt, aber irgendwo tief in mir drin muss ich genau gewusst haben, dass wir nicht verwandt sind. Kannst du dir eigentlich vorstellen, was ich durchmache, seit ich es erfahren habe? Ich denke schon, das ist doch der Grund, wieso du nicht gekommen bist. Nein, das kannst du nicht. Wie auch? Meine Mutter hat mich mein ganzes Leben lang angelogen. Mein sogenannter Vater. Mit dem habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Ein Bastard, das bin ich. Ein Bastard. Ich habe das Wort mein Leben lang verwendet, aber seine Bedeutung ist mir jetzt erst klar. Ich glaube nicht, dass du auch nur annähernd verstehst, was ich empfinde. Doch, ich kann dich sehr gut verstehen. Ich glaube, ich habe ganz genau das Gleiche wie du empfunden, als ich damals erfahren hatte, dass Minx meine Mutter ist. Soweit es die Lockridge-Familie betrifft, hat Lionel, weiß Gott, wirklich kein Monopol auf Lügen. Du hast recht, ich muss mich entschuldigen. Ich habe ganz vergessen, dass sich die Lockridge-Familie auch in deinem hübschen Körper manifestiert. Ich will dir doch nur helfen. Ich kann dich wirklich gut verstehen. Bitte, wieso kannst du das nicht akzeptieren? Es gibt da ein paar Dinge, die ich... Ich muss mit einigen Dingen erstmal selbst fertig werden. All diese Lügen, all die Täuschungen. Ich denke immer wieder an die Vergangenheit und jedes Mitglied meiner Familie hat plötzlich eine andere Bedeutung für mich. Deshalb kam ich nicht zu dir. Deswegen konnte ich dir nicht die Wahrheit sagen, als ich sie wusste, weil ich mir erstmal über mich selbst klar werden muss. Okay. Tut mir leid, ich hatte wohl zu wenig Geduld. Wenn du mich brauchst, dann... Cassie. Eine Frage noch. Ja, was denn? Warum bist du nicht schon eher zu mir gekommen? Das auch gemeint, was du gesagt hast? Natürlich, genau so habe ich das auch gemeint. Ich mag dich wirklich. Ich hoffe, wir können Freunde werden. Ich bin überrascht, dass du das hoffst, wenn ich da an die vielen Streitereien zwischen uns denke. Was wäre ich denn schon für ein Freund, wenn ich nicht ehrlich sagen würde, was ich denke? Das ist es wohl, was Freundschaft ausmacht. Ehrlichkeit, hm? Etwa nicht? Gut. Aber da musst du wohl etwas Geduld mit mir haben.
Diese Art von Freundschaft ist neu für mich. Wirklich? Ja. Oh, ich bin sicher, dass du auch schon Freunde gehabt hast. Ja, richtig. Stimmt, du hast wohl den Haufen Weihnachtskarten gesehen, die ich gekriegt habe. Du bist kein Mauerblümchen, Lilly. Ich nehme an, du hattest einige Bekanntschaften. Schon. Aber ich würde keinen als Freund bezeichnen. Das war nicht deren Fehler. Ich habe die Beziehung immer nur sehr oberflächlich gesehen. Ich habe immer eine Wand aufgebaut, damit sie nicht zu eng werden. Ja. Es muss schwer sein, wenn man aufwächst, ohne eine Familie zu haben. Erwarte nicht von mir, dass ich zu jammern anfange. Es geht mir sehr gut. Ja, ich habe vergessen, wie stark du bist. Nein, sein musste. Irgendwie bin ich stolz darauf, es allein geschafft zu haben, weißt du? Aber jetzt bist du ja nicht mehr allein. Nein. Dass ich jetzt Mama und Channing habe, ist sehr schön. Woran denkst du gerade? Ich dachte gerade, dass... Weißt du, ich kam her und war froh, Mom wiederzusehen. Und Channing, er ist wirklich süß. Bloß, es ist mir nie klar gewesen, wie viel sie mir bedeuten. Und dann hätte ich sie fast verloren. Als ich dann hörte, was Craig getan hat. Und mir klar wurde, den beiden könnte etwas Schlimmes passieren. War das ein Schock? Ja. Klar, daran erkennt man, wie viel die beiden dir bedeuten. Ja, mehr als ich dachte. Es ist witzig. Weißt du, als ich ein Kind war, wurde ich sehr oft verletzt. Also habe ich gelernt, niemandem zu vertrauen. Das klappt wirklich sehr gut, denn wenn man niemandem vertraut, dann kann einen auch niemand verletzen oder wehtun. Ich bin sicher, du glaubst das nicht wirklich, oder? Nein, wohl nicht. Es ist wunderbar, Teil einer Familie zu sein. Ja. Auch wenn sie so verrückt ist wie meine. Manchmal hat man schon das Gefühl, Blitz und Donner würden einer schlagen. Und wieso? Naja, wenn du alleine bist, bist du dein eigener Boss. Und du musst keine Fragen beantworten. Ist das vielleicht auch der Grund, wieso du so lange weg warst? Ja, das kann gut sein. Und dann kommst du zurück und fühlst dich von den Familienverhältnissen fast überfordert. Ja, man kann ja nicht alles und jeden kontrollieren in seinem Leben. Ja, man sollte es wohl auch gar nicht versuchen. Das war wohl auch der Fehler zwischen uns. Was meinst du? Mein Versuch, unsere Freundschaft zu beherrschen. Weißt du, was ich denke? Mm-mm. Ich denke, ich kann mich ganz gut wehren. Da hast du wohl recht. Und du bist mir deswegen nicht böse? Aber ich denke, ich habe gerade eben sehr viel über dich erfahren. Ja. Ich wollte es dir wirklich sagen. Es gab nichts Wichtigeres als Warum hast du es nicht getan? Ich weiß nicht, weil ich irgendwie Angst davor hatte. Wirklich? Ja. Und ich hatte wohl erwartet, dass du zu mir kommen würdest, wenn du es weißt, aber das war nicht der Fall. Da bekam ich noch mehr Angst. Aber wovor? Dass sich zwischen uns alles verändern würde. Dass du mich nicht mehr lieben würdest. Warren, ich habe... Oh, tut mir leid, ich dachte, du wärst allein. Nein, das ist er nicht. Aber das ist wichtig und kann nicht warten. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, wenn ich kurz unterbreche, Cassie. Ich habe ihr schon davon erzählt, aber ich wollte dich damit überraschen. Vielleicht sollten wir uns später in der Oase treffen. Es macht mir nichts aus, zu warten. Nein, es gibt zu viele Unterbrechungen im Büro. Lass mich die Arbeit hier erledigen und wir treffen uns dort. Einverstanden. Gut. Ich warte auf dich. Gute Nacht. Wiedersehen. Also, was ist das für eine Überraschung? Ich denke, es wird dir sehr gefallen.
Das war kein Scherz, als ich sagte, ich muss die Arbeit hier fertig machen. Ich verspreche, ich nehme nur ganz wenig von deiner kostbaren Zeit in Anspruch. Ich hoffe, ich... Voila! Wo hast du die Fotos her? Ich habe sie in deinem Schrank gefunden. Ich weiß, ich wollte wirklich nicht herumschnüffeln. Aber als ich sie entdeckt habe und feststellen musste, dass sie bloß verstauben, da dachte ich, dass... Angela, das sind nur Fotos, die ich für eine Story gemacht habe. Das ist alles. Jetzt nicht mehr, siehst du? Was ist das? Das ist die neue Galerie, in der deine Fotos bald ausgestellt werden. Diese Fotografien sind doch keine Kunst, Angela. Natürlich sind sie das. Du musst wissen, ich habe diese Fotos einigen wirklich objektiven Leuten vorgelegt. Hast du eine Ahnung, welche Emotionen diese Bilder bei den Menschen wecken? Das macht sie doch zu Kunst. Nein, ich weiß nicht. Ich denke, dass... Einige der berühmtesten Fotografen haben als Journalisten angefangen. Annie Leibovitz, Ansel Adams. Angela, ich mache keine Fotos von Menschen. Sieh dir das an. So wird es aussehen. Hier, kannst du es sehen? Die Räume werden umgestaltet. Du willst daraus wirklich eine Galerie machen? Ja, genau. Es ist bis ins Detail geplant. Ich habe es heute gekauft. Wenn du jetzt nicht bald etwas dazu sagst, Vaughn, fühle ich mich wie der größte Narr von Santa Barbara. Ich schätze, ich habe es diesmal übertrieben, nicht wahr? Du bist mir böse, weil ich die Fotos genommen und allen gezeigt habe. Gut. Ich finde jemand anderen, der in der Galerie ausstellen kann. Vielleicht hat Susanne irgendwelche Fotos für mich. Ja? Du bist einfach fantastisch. Wie kann ich dir nur für alles, was du für mich tust, jemals danken? Ich bin ganz sicher, dass wir da schon irgendwas finden werden. Vaughn, das ist so aufregend. Das müssen wir unbedingt feiern. Ruf doch Cassie an und verschieb euer Treffen einfach auf morgen. Nein, das geht nicht. Verstehe. Willst du ihr sagen, dass ihr nicht verwandt seid? Sie weiß es schon. Es gibt da noch ein paar Dinge zu klären. Also gut. Komm rein. Was hast du denn? Was ist los mit dir? Ich will doch nur sehen, wie es dir und dem Baby geht. Ach, du kommst, um zu sehen, ob es uns gut geht. Jetzt, wo Kelly, Cruz, die Polizei, der Gärtner wohl auf sind, jetzt fragst du auf einmal nach mir und dem Baby. Wie oft habe ich versucht, dich anzurufen? Und du denkst, damit wäre die Sache erledigt. Das Baby und seine Mutter sind entführt worden. Und du denkst, es reicht, wenn du irgendwann mal anrufst. Du siehst doch, was passiert, wenn ich herkomme. Du hast vom ersten Tag an nicht gewollt, dass ich das Baby sehe. Also kannst du mir mal verraten, was du von mir erwartest? Wenn ich sehe, wie du dich um deine anderen Kinder gekümmert hast, erwarte ich wirklich nicht mehr viel. Tatsächlich hast du Craig sehr viel mehr wie deinen Sohn behandelt als Mason. Wenn jemand für Craigs Verhalten verantwortlich ist, dann doch du. Es ist nicht nötig, mir etwas zu sagen, was ich selbst weiß. Du hast alles über Craigs Vergangenheit gewusst. Trotzdem hast du zugelassen, dass er sich mir nähert, obwohl ich schwanger war. Du stellst ihm Macht und Geld in Aussicht und machst ihm Hoffnung, dass er vielleicht mal Mitglied im Capville-Imperium wird. Du hast doch gewusst, dass er nicht widerstehen kann, nachdem er in einem Waisenhaus aufgewachsen ist. Und dann tust du auch noch überrascht, wenn er zu einem Monster wird und sein wahres Gesicht zeigt. Du bist für den Albtraum, durch den wir gegangen sind, genauso verantwortlich wie Craig. Hör zu, Gina, ich habe Fehler gemacht, sicher. Ich will das gar nicht leugnen. Aber du hast Craig mindestens ebenso gut gekannt wie ich. Und deine Gefühle für ihn kannst du mir nicht anlasten. Ich war schwanger, Cici. Ich brauchte jemanden an meiner Seite. Ich habe mich so sehr darauf gefreut und Craig war der einzige Mensch, der diese Freude mit mir geteilt hat.
Und das hat mir sehr gut getan, Sisi. Ja, ich weiß das. Es tut mir leid. Hör mir zu. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, dann... Was willst du denn tun? Dein Scheckbuch ziehen? Damit regelst du doch gewöhnlich alles. Ich will dir doch nur helfen, Gina. Wir machen alle mal einen Fehler. Du bist die Letzte, die jemandem die Vergangenheit vorwerfen sollte. Ach, jetzt fängst du damit an? Das ist typisch für dich, mir meine Vergangenheit vorzuwerfen. Die gleiche Taktik wie immer. Taktik? Ich versuche nur, dir einiges klarzumachen. Es ist nicht nötig, dass du mir irgendwas klar machst und lass deine Finger von Channing, verstanden? Zum Glück konnten wir dir bis jetzt aus dem Weg gehen. Wieso gehst du nicht endlich? Es ist doch offensichtlich, dass du für deine eigenen Kinder die größte Gefahr bist. Das ist doch absurd. Nein, das ist nicht absurd. Ich werde nicht zulassen, dass du meinen Sohn noch mal in Gefahr bringst. Ist das klar? Und jetzt geh endlich! Guten Abend. Hallo. Hi. Wie geht's dir? Gut. Erwartest du jemanden? Ja, allerdings. Ich warte hier auf Warren. Mhm. Willst du darüber reden? Ob ich darüber reden will? Mason hat mir bereits alles gesagt. Ach, hat er das? Kann ich irgendwas für dich tun? Nein, vielen Dank. Ich warte auf Warren. Er wird sicher gleich hier sein. Er will von mir wissen, wieso ich es eher erfahren habe als er. Also geht es um Mason? Ja, es geht um Mason. Wenn er herausfindet, dass Mason es die ganze Zeit wusste, nicht auszudenken, was er dann tun wird. Sieht aus, als würdest du jetzt eine große Chance kriegen. Viel Glück. Setzen wir uns an einen Tisch. Ich würde mit denen lieber nicht an einem Tisch sitzen, wenn es dir nichts ausmacht. Ja, gut, wir können ja ins Restaurant gehen, wenn du willst. Er ist wohl gerade dabei, Cassie alles zu sagen. Vielleicht finden die beiden wieder zusammen. Ich weiß nicht, ob sich Warrens Leben nicht zu sehr verändert hat, um zu Cassie zurückzufinden. Du denkst an Angela, Raymond? Ja. Ganz am Anfang... Da dachte ich, sie wäre eine Frau, die zu keiner ernsthaften Beziehung fähig wäre. Dann hat sie ihr Leben ganz auf ihn eingestellt. Sie tut alles für ihn. Mit welchem Hass er mich angesehen hat. Das war kein Hass. Er ist verletzt. Glaub mir, das legt sich wieder. Bei meinen Kindern war das ganz genauso. Warren wird merken, wie sehr er dich braucht. Ich wünschte wirklich, es wäre so. Entschuldige bitte die Unterbrechung vorhin im Büro. Das macht doch nichts. Ich kann verstehen, dass Angela dir unbedingt sagen wollte, dass sie deine Fotos ausstellen will. Ich bin nicht sofort zu dir gekommen, als ich die Wahrheit wusste. Weil nämlich meine Mutter und mein Lionel nicht vorhatten, es mir zu sagen. Jemand hat eine Anzeige aufgegeben und mir dadurch einen Hinweis zukommen lassen. Er schickte eine gefälschte Geburtsurkunde und einige andere Dinge. Aber Lionel hat es geleugnet. Dann habe ich irgendwann mit meiner Mutter gesprochen und sie gab es zu. Nur heißt das aber auch, dass irgendjemand es weiß. Irgendjemand hat sich viel Mühe gegeben, es mir mitzuteilen. Ich konnte nicht zu dir kommen oder mit irgendjemandem darüber reden, bevor ich nicht versucht habe, herauszufinden, wer diese Person ist. Warren, das war ich. Du? Nachdem ich es wusste, wollte ich unbedingt, dass du es auch erfährst und... Und da du so eine enge Beziehung zu Angela entwickelt hast, dachte ich, der einzige Weg festzustellen, was du noch für mich empfindest, wäre, wenn du die Wahrheit irgendwie selbst herausfinden würdest. Dann wärst du mir nicht verpflichtet. Du würdest nur zurückkommen, wenn du es wirklich willst. Du würdest kommen, wenn du mich noch lieben würdest.
Wir reden hier über mein Leben. Du hast genau gewusst, was das für mich bedeutet. Und dennoch hast du so getan, als wäre das alles nur ein Spiel. Warren, ich liebe dich. Nur das war der Grund. Und allein darauf kommt es doch jetzt an. Hallo, Gina! Er will unbedingt zu meinem kleinen Bruder. Ach, will er? Ja. Der ist ja wirklich süß. Oh, vielen Dank, Kate. Keine Ursache. Also, wo ist der? Schläft er? Ja, Channing ist tatsächlich noch mal eingeschlafen. Wundert mich eigentlich nach dem wirren Gerede, das sein Vater hier vom Stapel gelassen hat. Er ist eine Gefahr für das Baby. Hör zu, Gina, dass du wütend auf meinen Vater bist, verstehe ich durchaus. Und das nicht ohne Grund. Der schreckliche Albtraum mit Craig war seine Schuld. Das ist nicht ganz richtig. Ich glaube, du suchst ganz einfach jemanden, dem du die Schuld dafür geben kannst, dass Channing in Gefahr war. Er hat praktisch zugegeben, dass er Craig ermutigt hat, sich an mich ranzumachen. Er hat versucht, mich zu manipulieren. Aber vielleicht fühlt er sich selbst auch manipuliert. Gina, das ist sein Sohn und er konnte überhaupt nicht mitentscheiden. Was soll denn das, mir das immer wieder unter die Nase zu reiben? Tut er ja gar nicht. Ich tue es, okay? Ich verstehe, dass du wütend bist. Das ist in Ordnung. Ich möchte nur wissen, warum du ständig auf alles so gereizt reagierst. Das kann ich dir sagen. Lily wurde verprügelt, Channing und ich wurden entführt. Es war alles andere als eine erholsame Woche. Okay, okay. Ich verstehe es ja. Ich habe Lily getroffen und ich denke, dass sie sich inzwischen wieder gut erholt hat. Für dieses Mal sicher. Soll das heißen, du glaubst, das passiert wieder? Was könnte diesen Verbrecher davon abhalten, sie wieder zu verprügeln? Er könnte jederzeit wieder hier auftauchen. Und wenn sie einen solchen Typen kennt, wer sagt denn, dass sie nicht noch mehr von dieser Sorte kennt? Sie ist so verdammt dickköpfig. Ich weiß nicht, woher sie das hat. Das weiß ich auch nicht. Hier kann ich jetzt wenigstens auf sie Acht geben. Ich weiß, es ist vielleicht zu viel verlangt, aber ich wäre dir dankbar, wenn du auch ein wenig auf sie achten würdest. Oh ja, sicher. Ich achte auch auf sie. Danke. Weißt du, ich habe immer nur versucht, möglichst viel Macht und Geld zu erringen. Doch jetzt ist das alles völlig unwichtig für mich geworden. Lily, Brandon und Channing, die sind jetzt das Wichtigste in meinem Leben. Gut. Ich finde, du solltest mit meinem Vater reden, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Ich bin auch oft wütend auf ihn gewesen. Sehr oft sogar. Er hat Fehler gemacht, sicher. Aber zum Ausgleich gibt er seinen Kindern etwas ganz Besonderes. Vielleicht das Wertvollste, das ein Vater seinen Kindern überhaupt geben kann. Er liebt seine Kinder mehr als alles andere und das gilt auch für Channing. Denk einfach mal darüber nach. Guten Abend, Sophia. Hallo. Angela, falls Sie Warren suchen, der spricht gerade mit Cassie. Ich weiß, ich habe ihn gerade eben im Büro getroffen. Eigentlich wollte ich Ihnen nur Bescheid sagen, dass die Fotos von Warren demnächst in einer Galerie in der Innenstadt ausgestellt werden. Das freut mich, ich kenne die Galerie. Sie gehört Avery, nicht wahr? Sie ist sehr schön. Nein, es ist nicht die Avery-Galerie. Es ist eine neue Galerie, einen Block weiter. Sie wird gerade umgebaut. Und die stellen gleich Warrens Fotos aus? Ich bin beeindruckt. Ich bin die Besitzerin der Galerie. Ich habe seit meiner Scheidung von David versucht, etwas zu investieren. Und das ist bestimmt eine gute Investition. Ja, Sie hatten auch schon einen guten Riecher, als Sie den Zeitungsverlag für Warren gekauft haben. Das hoffe ich doch. Hören Sie, Lionel. Ja? Ich möchte mich entschuldigen, weil ich vorhin so kurz angebunden war. Das ist wirklich nicht nötig. Ich habe das schon lange wieder vergessen. Wäre es nicht gut, wenn wir das Kriegsbeil begraben würden? Ich weiß, Sie und Warren hatten zurzeit etwas Schwierigkeiten. Und ich weiß, er braucht Sie jetzt. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Ihnen helfen werde, damit Sie sich wieder versöhnen. Danke sehr. Ich hoffe, ich werde es alleine schaffen, aber vielen Dank für das Angebot. Entschuldigen Sie, dass ich gestört habe. Einen schönen Abend noch. Keine Ursache. Wiedersehen. Hört sich für mich so an, als würde sie die Wahrheit über Warren wissen. Ja, du hast recht. Vielleicht brauchte er jemanden, mit dem er reden konnte. Das Essen sieht sehr gut aus. Ich muss mit Ihnen reden.
Ja, ich höre. Wir sollten das, glaube ich, eher unter vier Augen besprechen. Ich habe nichts zu verbergen, aber wenn es etwas ist, das Sie vor Sophia geheim halten Was? Wollen, dann können wir Bitte gerne... Bitte haben Sie Gina erzählt. Gina? Ja, Gina. Sie wohnt in Ihrem Haus. Sie haben einen großen Einfluss auf Sie. Augenblick. Niemand hat irgendwelchen Einfluss auf Gina. Dann hat sie den Verstand verloren. Sie macht mich für alles verantwortlich. Und Sie glauben, das wäre meine Schuld? Ich glaube, dass Sie ihr Lügen einreden, seit sie für Sie arbeitet. Sie. Wenn ich Gina gegen Sie aufbringen wollte, dann müsste ich dazu keine Lügen erfinden. Sie hat es jetzt offensichtlich auch bemerkt, was wir alle schon seit vielen Jahren wissen. Ich werde nicht zulassen, dass sie mir verbietet, meinen Sohn zu sehen. Ist das klar? Oh. Sie werden es nicht erlauben. Ich bin sicher, das Gericht wird auch noch etwas dazu sagen. Wenn es etwas erfahren sollte über Sie und Craig, ich bin sicher, das Gericht wird sich fragen, ob Sie Ihren Verstand verloren haben. Noch vor 10 Jahren, Sie, hätten Sie einen Typ wie Craig niemals angeheuert. Ich bin nicht hier, um über die Vergangenheit zu reden. Nein, Sie kommen hierher und belästigen uns, weil irgendjemand nicht bereit ist, nach Ihrer Pfeife zu tanzen. Ich sag Ihnen was, ein freundschaftlicher Hinweis. Sie sollten sich entspannen. Sie sollten sich in Ihre 4 Wände zurückziehen. Sie haben ja ein hübsches Häschen dort, Santana. Sie können über mich sagen, was Sie wollen, aber beleidigen Sie nicht Santana, verstanden? Ihr habt euch jetzt genug gestritten. Danke vielmals. Es tut mir sehr leid. Es tut mir leid, Sophia. Wirklich. Tut mir leid. Freut mich zu sehen, dass deine Sorge um Kelly deinen ach so romantischen Abend nicht verdorben hat. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid. Ich glaube nicht, dass du es mir nicht sagen wolltest. Ich kann nicht glauben, dass du mir nicht mehr vertraust. Das würde nämlich bedeuten, dass du mich nicht mehr liebst. Nein, das ist nicht wahr. Es ist genau wie damals, als du geglaubt hast, ich hätte auf Mason geschossen. Das habe ich dir doch erklärt, Warren. Es gab eine Zeit, da hättest du alles für mich getan. Vielleicht habe ich mich so geschmeichelt gefühlt, dass ich einen Moment lang dachte, vielleicht hast du tatsächlich auf Mason geschossen, weil du mich so sehr liebst. Du traust mir zu, auf einen Menschen zu schießen? Das beweist, dass du mich nicht kennst. Ach, ich bedauere zutiefst, dass ich das gedacht habe, Warren, aber du musst mir glauben, nicht einen Augenblick meines Lebens habe ich aufgehört, dich zu lieben. Ich habe so viel zerstört und ich weiß, die ganze Sache mit Mason. Der einzige Grund, weshalb ich mich jemals mit ihm eingelassen habe, war, weil ich versucht habe, dich zu vergessen. Ich konnte es einfach nicht ertragen, dich zu sehen und gleichzeitig zu wissen, dass wir nie wieder zusammen sein können. Also habe ich versucht, das zu verdrängen, indem ich mich in seine Arme geworfen habe, aber es ging nicht. Warren, verstehst du nicht? Das alles ist vorbei. Es... Bitte, lass es uns noch mal versuchen. Jetzt steht uns doch nichts mehr im Weg, Warren. Gar nichts. Ich freue mich ja so, dass du hier bist. Wenn du mich wegen Craig anschreien willst, ich habe meinen Teil für heute von deiner Mutter schon gekriegt. Oh, du hast mit meiner Mutter gesprochen? Ich redete und sie schrie mich an. Weiter sind wir nicht gekommen, leider. Oh nein. Hör zu, sie ist zurzeit ziemlich unter Druck. Sie macht sich Sorgen um Brandon in San Francisco und Gott weiß warum, auch um mich. Und sie will unbedingt die beste Mutter der Welt für das Baby sein. Es wäre schön, wenn du ihr zeigst, dass du dich um sie kümmerst. Warum glaubst du eigentlich, war ich bei ihr? Aber sie will es nicht, sie hat mir nicht einmal zugehört. Sie will unbedingt verhindern, dass ich meinen Sohn sehe. Hey Dad, hör zu, ich komme gerade von Gina. Wirklich? Schon wieder was von Gina? Ich will nichts mehr davon hören. Ich fürchte, wir beide sind mit unserem Vermittlungsversuch baden gegangen. Und jagt eine schlechte Nachricht die andere. Oh, ich glaube, ich habe auch eine gute Nachricht. Ich habe das nicht wieder was mit Gina zu tun. Ich habe Katharina vorgeschlagen, wieder in unser Haus zu ziehen. Ach was. Und was denkst du, wird Dash dazu sagen? Ich denke, Dash sagt dazu überhaupt nichts. Er hat einen Job in der Jackson-Klinik in St. Louis angenommen. Das ist ein Scherz. Uh-uh. Und? Wird sie auf deinen Vorschlag eingehen? Ich glaube, möglich wäre es, vorausgesetzt, dass du sie auch dazu einlädst. Hm? Ach ja, das lässt sich regeln. Ja?
Das lässt sich nicht regeln. Entschuldigt mich. Augenblick. Warte doch, Dad. Mom, glaubst du nicht, dass es schon etwas zu spät ist, um mit dem Baby rumzurennen? Nein, ist es nicht. Wir zwei könnten sowieso nicht schlafen. Außerdem muss ich mit dir reden, Lily. Ja? Das alles, was ich wegen Craig durchmachen musste, hat mich über den Typen aus Las Vegas nachdenken lassen, der dich geschlagen hat. Mom, das ist vorbei. Lily, ich hoffe, es ist dir klar, wie gefährlich solche Typen sein können. Mir ist das bis jetzt auch nicht bewusst Bitte gewesen. Bitte glaub mir, ich weiß das. Und es gibt ganz bestimmt keinen Grund, sich meinetwegen Sorgen zu machen, Mom. Man schlägt dich, aber ich soll mir keine Sorgen machen. Ich hab dir doch gesagt, dass ich nur Hast eine du nur eine Treppe runtergefallen ja. bist. Ja, und ich bin von gestern. Komm schon, Lily. Ich mach mir nun mal Sorgen. Du sollst doch nur wissen, dass es mir nicht egal ist, wenn du Probleme hast. Und ich will doch nur, dass du aufpasst. Hör zu. Wenn du willst, dass ich hierbleiben soll, dann beende diesen blöden Streit mit Cici, okay? Oh, Lily, was soll das jetzt? Du willst mich erpressen. Aber Ted hat mir die Augen schon geöffnet, was dich betrifft. Wirklich? Er ist ein sensibler, netter junger Mann. Ja. Also, ich bleibe wirklich sehr gerne in Santa Barbara. Wenn du willst. Wirklich? Aha. Ich freue mich riesig, Lily. Ist er wach? Nein. Er schläft. Ich hätte ihn wohl besser doch nicht hergebracht. Aber ich freue mich. Nicht gut, wie wir auseinandergegangen sind. Cici, ich Nein, wollte... Nein, tu mir einen Gefallen. Bitte, hör mir einen Moment zu. Sei einfach mal ruhig. Ich wollte dir nur sagen, was immer du denkst, auch was du sagst. Du und Channing, ihr bedeutet mir viel. Es ist mir außerordentlich wichtig, dass es euch beiden gut geht. Nett von dir, dass du das sagst. Das ist die Wahrheit. Hören Sie zu. Ich bin froh zu sehen, dass Sie sich wieder vertragen. Und ich wollte Ihnen nur noch sagen, Gina, dass ich es gut verstehen kann, wenn Sie wieder auf das Anwesen der Campbells ziehen und sich ganz Ihrem Sohn Channing widmen wollen. Ich entbinde Sie von allen Aufgaben und Verpflichtungen mir gegenüber. Das würde ich nie tun. Ich lasse Sie doch nicht im Stich, Lionel. Ich bin Ihr einziger Freund. Sie sind ein Glückspilz, Lionel. Eine solche Loyalität zu finden, ist nicht leicht. Wir beide haben Fehler gemacht, viele Fehler. Aber es gibt so viel zwischen uns, das so wertvoll ist. Lass uns alles vergessen, was war, und neu anfangen. Aber da ist noch etwas anderes. Es gibt noch ein Geheimnis, das ich wissen muss. Bevor wir neu anfangen. Woher weißt du, dass Lionel nicht mein Vater ist? Wer hat dir die Wahrheit über mich erzählt? Etwa meine Mutter? Lionel? Ich glaube nicht, dass es einer von ihnen war. Verdammt, Cassie, ich muss es wissen. Es tut mir leid, Warren. Weißt du was?
Offensichtlich stehen wir uns doch nicht so nah, wie du gedacht hast. Nein, Warren, warte. Wir haben uns nichts mehr zu sagen, bis ich die Wahrheit weiß. Ist es nun auch wieder nicht. Aber ich weiß, dass ich aus der Strichmännchenphase raus bin. Nicht doch. Sie sind viel zu bescheiden. Ich denke, Sie wissen gar nicht, welches Talent in Ihnen steckt. Ich könnte ohne Lineal keinen Strich zeichnen. Und ich habe noch nie jemanden verteidigt. Ich weiß auch nicht, Aktzeichnen ist noch ungewohnt. Keine Frage, es fehlt mir an Übung. Ich stehe immer und stets zu Ihrer Verfügung. Wirklich? Würde Sie das Modellsitz nicht zu Tode langweilen? Nein, denn erstens würde mich das verewigen und zweitens wäre ich in der Gesellschaft einer sehr hübschen Frau. Also dann, wann hätten Sie Zeit? Heute Morgen habe ich noch zu tun. Ich würde sagen, am frühen Nachmittag, wenn es Ihnen recht ist. Das klingt großartig. Hey. Cruz, wie geht es Ihnen? Hallo. Danke. Haben Sie sich von der Tortur erholt? Ach, das ist nicht der Rede wert. Susanne, hast du kurz Zeit? Es tut mir sehr leid. Ich habe noch einiges zu tun. Ich sehe Sie dann nachher. Nur eine Sekunde, bitte. Oh. Verzeihung, ich muss Susanne dringend etwas Nur fragen. Nur zu, tun Sie Danke. Das. Wir sollten uns unterhalten. Ich sagte doch schon, dass ich keine Zeit habe. Das sagst du mir jedes Mal, wenn wir uns treffen. Na ja, ich habe zu tun. Was soll ich sagen? Bitte beantworte eins. Nur eine knappe Frage. Ist das die Art, wie wir uns in Zukunft begegnen? Hallo. Du siehst aus, als würdest du auch jemanden suchen. Ja, Ted, wir wollten zusammen frühstücken. Ich habe ihn nicht gesehen. Jetzt du. Hast du Warren gesehen? Nein, nein. Ich habe mir freigenommen. Aber er wird sicher in der Redaktion sein. Dort ist er nicht. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, wohl kaum. Es ist privat. Verstehe. Tja, wenn ich ihn sehe, sage ich ihm, dass du ihn suchst. Weißt du, ich habe Craig nie so recht vertraut, aber nichtsdestotrotz fällt es mir schwer zu glauben, dass er nichts weiter als ein mieser Schuft ist. Und mir blutet das Herz. Craig war doch ein Teil der Familie, Santana. Er war so etwas wie ein verlorener Sohn. Sieh dir dagegen Mason an. Er ist rachsüchtig und wütend und dennoch hat er sehr oft recht. Ja, unglücklicherweise kann man sich darauf nicht immer verlassen. Das ist leider richtig, wenn ich daran denke, was Kelly durchmachen musste. Es liegt hinter uns, nur das ist von Bedeutung. Es ist Vergangenheit, alles wird gut werden. Wir warten noch auf Kelly. Ist sie immer noch nicht unten? Nein. Soll ich vielleicht nach oben gehen und ihr sagen, dass du inzwischen hier bist? Nein, danke, ich werde hier warten. Na schön, ich muss ein paar Leute anrufen. Sophia, es war wirklich sehr schön, dich zu sehen. Danke, wir reden später weiter. Dann. Ich erkenne doch auf den ersten Blick, dass du die Nacht über kein Auge zugetan hast. Natürlich nicht. Ich war zu sehr in Sorge. Was hast du geglaubt? Wir wissen doch nicht, ob sie gehört hat, wie Cruz und ich uns unterhalten haben. Sie meidet mich seit ihrer Entführung. Welchen anderen Grund gibt es? Sie ist müde. Ich habe sie auch kaum gesehen. Komm schon, du weißt, es ist mehr als das. Ja, sie meidet mich auch. Wo soll ich nur anfangen? Ganz egal, sag was. Ich weiß, dass Eden auf dich geschossen hat, Mom. Du hast also gehört, wie Cruz und ich uns unterhalten haben. Wieso sollte ich nichts wissen? Ich wusste es nicht. Cruz fand es heraus, er kam zu mir und Mason.
Und wir entschlossen uns, niemanden einzuweihen, ehe Eden nicht gefunden wird. Niemanden? Heißt das, ich bin für euch ein Niemand? Ach, Schatz, versuch doch auch uns zu verstehen. Wir hatten Angst, es würde rauskommen. In dem Fall wäre deine Schwester wie eine gewöhnliche Kriminelle verhaftet und verurteilt worden. Wir kannten die Zusammenhänge nicht. Wir wussten nicht, dass sie krank ist. Wir dachten, der beste Schutz für Eden ist der, dass nur wir drei von der Sache wissen. Ich verstehe es dennoch nicht. Es wäre etwas anderes, wenn es sich um eine Außenstehende gehandelt hätte. Aber ich bin eure Tochter. Wir wollten dich ebenso schützen, Kelly. Indem ihr mich im Ungewissen lasst? Hattet ihr Angst, ich würde zur Presse gehen? Hör schon auf, natürlich nicht. Dachtest du, ich wäre so zerbrechlich und würde die Wahrheit nicht verkraften, Daddy? Mein Liebes, ehrlich gesagt, hielt ich das nicht für ausgeschlossen. Das ist klasse. Das ist große Klasse. Hast du das schon vergessen? Du hast in dieser Zeit selbst einiges mitgemacht. Ihr seid schon einmalig. Woran liegt es, dass wir auch dann, wenn es uns ganz mies geht, nicht offen zueinander sein können? Wieso sind wir nur so? Wisst ihr das? Haben wir das schon so lange praktiziert, dass es zur Gewohnheit wurde? Jetzt überleg doch mal. Du hättest doch auch nichts daran ändern können. Na und? Du konntest auch nichts daran ändern. Hättest du es doch nur gesagt. Ich hatte ein Recht zu erfahren, warum du außer Bewusstsein warst und wenige Zeit später die Scheidung einreichen wolltest. Ihr hättet mir sagen sollen, warum sich meine Familie vor meinen Augen urplötzlich auflöst und zerbricht. Ich bin hier wie ein Trottel durch die Gegend gerannt und habe versucht, allen und jedem etwas Gutes zu tun. Ich dachte, ich hätte etwas falsch gemacht. Weißt du, Sissy, ich würde gern mit ihr allein reden. Es war allein unsere Entscheidung. Und das heißt auch, die Verantwortung tragen wir bitte, beide. Ich weiß genau, was ich tue. Es wird auch nicht lange dauern. Bitte. Ich bin nebenan. Lass es einfach. Susanne, ich hatte das Gefühl, dass uns beide etwas vereint und dass unser Verhältnis etwas ganz und gar Besonderes gewesen ist. Liege ich da falsch? Nein. Wie kannst du dann von mir erwarten, dass ich es sein lasse? Susanne, setz dich einen Moment und rede mit mir. Nur einen Augenblick. In Ordnung. Hier? Danke, ja. Schon gut. Was ist? Nun, das Problem liegt darin, ich fühle mich in deiner Gegenwart unwohl. Naja, ich weiß, aber ich hätte gern die Chance, es zu ändern. Ich würde das gern ändern. Ich glaube nicht, dass du daran etwas ändern Wirklich? Kannst. Wirklich? Tja, vergib mir, wenn ich Schwierigkeiten habe, deinen Standpunkt zu verstehen. Ich schätze, ich bin zu sehr in meinen vertieft und der lautet, ich vermisse dich. Glaub mir, Cruz, es liegt wirklich nicht an dir, es liegt nur an mir. Ich versuche nur Ordnung in mein Leben und zu bringen. Kannst du das nur dadurch erreichen, indem du mich aus deinem Leben verbannst? Das ist der einzige Weg, den ich sehe. Ich denke, ich bin kein so großer Freund von radikalen Lösungen wie du. Weißt du, ich habe immer noch im Kopf, wie es war. Da war eine Leichtigkeit zwischen uns und ich hätte nie geglaubt, dass ich das nochmal empfinden könnte. Es war einfach fantastisch. Das ist eben das Problem, denn du siehst in mir den sicheren Hafen und der will ich nun mal nicht sein, weder für dich noch für sonst jemanden. So war's nicht gemeint, das meinte ich nicht so, das wollte ich nicht. Ich weiß nur eins, wenn du einer Sache zu tief auf den Grund gehst und zu viel und zu lange darüber sprichst, erkennst du es irgendwann nicht wieder. Du musst verstehen, ich kann und will nicht so sein, wie du mich haben willst. Und ich weiß nicht, wie ich es dir sonst sagen soll. Ich weiß jetzt, woran ich bin. Und was genau soll nun aus uns werden?
Ich weiß es nicht. Können wir nicht mal Freunde sein? Keine Ahnung, können wir? Es wäre sehr schön, wenn es so wäre. Ja, das denke ich auch. Tja, das ist immerhin ein gewisser Fortschritt. Aber jetzt noch nicht. Es ist zu früh für mich. In Ordnung. Doch wenn es soweit ist, dann solltest du wissen, dass ich nach wie vor viel für dich empfinde. Ich danke Gott, dass du heute vor mir sitzt. Als ich hörte, dass Craig dich entführt hat, dachte ich, ich würde noch meinen Verstand verlieren. Ja. Einzig bemerkenswert ist die Art, wie ich meinen Hals aus der Schlinge zog, aber es ist gut zu wissen, dass ich dir nicht egal bin und du dich sorgst. Natürlich sorge ich mich um dich. Wenn nicht, wäre alles viel einfacher. Ich muss gehen.